gibst. Ich meine, du hast ja, ich habe neulich gelesen, 2,5 Millionen mittlerweile angehäuft. Du kannst von deinen Zinseszinsen quasi leben. Die Leute denken immer, das wäre so geil, wenn du jetzt eine Milliarde hättest oder so, aber du hast da neue Probleme. Klar, ich habe viele Tech-Aktien, ich habe meine größte Position, wertvollste ist Netflix, aber ich habe auch viele so Blue Chips, Value-Aktien wie Bank of America, CTS Eventim. Das ist der europäische Marktführer. Also Starbucks ist nicht deine Aktie, aber wie lautet denn dein momentaner Aktientipp, wenn du sagen würdest, die eine würde ich jetzt gerade mal kaufen? Aber bei so der einen oder anderen Aktie im Tech-Bereich ist schon ein bisschen sehr viel Hype drin. Da wäre ich fast so ein bisschen vorsichtig. Aber dann, was ich immer sage, als Investor musst du eigentlich ja so die Chancen wahrnehmen und eigentlich fast so rücksichtslos sein. Ja, du hast halt immer so Phasen, so Zyklen. Jetzt haben wir halt so einen Trend. Das kann schon in einer Euphorie ausarten, weißt du? Das kann sehr euphorisch werden. Dann können wir so einen Hype kriegen und in eine Überbewertung reinlaufen. Ob die jetzt schon erreicht ist, das ist schwer zu sagen. Aber so bei manchen Aktien, also kannst du irgendwann schon dir Sorgen machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben heute Tim Schäfer zu Gast und das Interview heute wird ein bisschen anders, als ihr die Interviews mit uns kennt. Sicherlich werde ich mit Tim auch über Aktien reden. Ansonsten wäre es ja, wie wir nicht Mick Jagger einladen, wir reden nicht über Rock'n'Roll und Drogen und Sex. Aber Tim, ich will heute eigentlich vor allem dein Leben so ein bisschen auch beleuchten. Also hinter den Tim Schäfer gucken, was macht Tim Schäfer sonst noch, wenn er nicht nur Aktien macht quasi? Also über dein Leben heute ein bisschen reden. Das soll auch der Inhalt sein, aber wir werden auch über Aktien reden, keine Angst. Tim, herzlich willkommen bei mir. Ja, danke Jens für die Einladung. Tim, du bist für die meisten, die hier zuschauen, so eine Art riesiges, leuchtendes Vorbild. Du bist der, wo viele hinwollen, der, der es geschafft hat. Ja, viele reden von dem Hamsterrad. Du hast es geschafft, quasi von deinem schönen Hobby Aktien leben zu können. Du hast so ein Gemisch aus Gespür für Finanzen, aber auch Sparsamkeit an dir. Quasi, du hast also dein Geld nicht ausgegeben, sondern immer angelegt. Was ist, glaube ich, was hat dich weitergebracht? Die Sparsamkeit oder der finanzielle Riecher? Wow, ich würde sagen, du brauchst beides halt. Ja, eine Sparsamkeit ist eine Grundvoraussetzung, dass du halt was investieren kannst, wenn du halt alles ausgibst, sozusagen als Konsument. Was ja im Grunde vielen so geht, was auch halt schwierig ist, sich dagegen zu stemmen, gell? Weil wir haben so einen sozialen Druck, was Kleidung, Autos, Haus, Leben und so angeht. Und dann will man halt immer so trendig sein und halt mit dabei sein. Und auch, man denkt immer so, der Spaßfaktor ist wichtig. Aber ich glaube, man braucht beides. Also man braucht so ein bisschen so ein Gespür für die Finanzmärkte oder ja, man muss irgendwie auch taub sein und das stetig halt machen, immer reinsparen, investieren. Und wenn man beides so irgendwie hat, so ein Gefühl dafür, für die Finanzmärkte und so versteht, wie das funktioniert, der Zinseszins und so, dann klappt das. Bei mir war es ja auch so, ich habe nie sonderlich viel verdient, sondern nur im Grunde durchschnittlich. Es sind keine hohen Gehälter nötig, was viele immer denken. Da gibt es auch eine tolle Studie, die hat der Dave Ramsey gemacht. Das ist so ein Schuldenberater aus den USA. Der hat auch so einen YouTube-Kanal, der wirklich super ist. Und der hat mal untersucht, wo kommen denn die meisten Millionäre eigentlich her? Sind das wirklich dann die Top-Manager und so? Und die Ärzte, die Gutverdiener, die Superverdiener und so. Und der hat gesagt, nee, gerade das Gegenteil. Das sind eigentlich so sparsame Lehrer, sparsame Ingenieure und so. Das sind die meisten, die es dann schaffen durch ihre Stetigkeit und die bleiben halt einfach am Ball und ziehen das dann durch. Du bist ja auch bei Null gestartet. Also deine Eltern haben jetzt keinen Weinberg vermacht oder eine Hotelkette oder sowas, sondern du hast das ja wirklich alleine aufgebaut, mehr oder weniger, oder? Ja, genau. Ich habe aber Sparsamkeit von meinen Eltern gelernt. Und die haben mir das beigebracht. Als ich schon ein Jugendlicher war, war ich motiviert, wollte mir was aufbauen. Und da habe ich das halt, mein Vater ist gelernter Schlosser. Ja, und da, wir haben, also ich, als ich jung war, meine Eltern hatten nie viel Geld gehabt. Denn du lebst ja jetzt noch sehr bescheiden. Ich meine, ich sehe, du hast eine schöne Wohnung im Hintergrund, aber es ist natürlich so, dass du das Leben eines Millionärs lebst. Ich meine, du hast ja, ich habe neulich gelesen, 2,5 Millionen mittlerweile angehäuft. Du kannst von deinen Zinseszinsen quasi leben, aber du lebst jetzt noch ein Leben in Bescheidenheit. Ich habe sogar gelesen, du holst sogar deine Kleidung quasi gebraucht, holst abgelaufene Lebensmittel, also wo es MHD abgelaufen ist. Also so richtig.
Das Millionärsleben lebst du bis heute nicht. Ja, genau. Also das Shirt, was ich jetzt anhabe, das Hemd ist Secondhand. Das Getränk habe ich mir abgeholt. Da macht der Laden dann, das ist so eine Juice Press, heißt das. Wenn die schließen, geben die ihre Säfte zu ganz wenig. Ein paar Dollar geben die das her, eine ganze Tüte voll. Also man kann, also wir leben in einer Überschussgesellschaft und in unserem Haus haben wir so ein Portal. Das ist ein Hochhaus, da wohnen ein paar tausend Leute. Da tauschen die Leute auch Sachen. Also wenn dann einer irgendwas kauft oder ein Peloton-Bike, zum Teil geben die das für ganz wenig Geld her oder verschenken auch viele Sachen. Also man hilft auch Leuten, die Leute tauschen sich aus, verschenken. Also es ist unglaublich, was man da, also meine Haushaltsgegenstände sind auch zum Großteil alles Secondhand, ja. Also es ist so viele Sachen, wo man sparen kann und sich einander sogar hilft. Man macht das für den Umweltschutz, für den Geldbeutel, also man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, aber versteh mich jetzt nicht falsch. Ich wünsche dir das ewige Leben von Herzen. Aber irgendwann wirst ja auch du älter werden. Das Geld wird immer mehr werden. Hast du mal irgendwann vor, doch noch das Geld auszugeben? Oder gibt es eines Tages eine Tim Schäfer Stiftung für finanzielle Bildung bei Kindern oder sowas? Ja, das wäre doch super. Also sowas wäre doch toll. Genau, sowas stelle ich mir vor. Aber ich mache mittlerweile auch, wir machen verrückte Sachen, aber die kosten auch nicht viel Geld. Also ich habe mit Freunden haben wir uns zusammengetan, wir planen jetzt einen Urlaub nach Südamerika und dann haben wir gesagt, dann mieten wir mal ein ganzes Hotel. Wir, nur die Freunde zusammen, mit dem Personal und allem. Das kostet auch zuerst mal kostet das viel Geld, ja, das geht weit über 10.000. Aber da, wenn du das dann wieder teilst mit deinen Freunden, ist das gar nicht so viel. Dann ist das pro Nacht. Dann musst du das halt aber organisieren. Dann sind das vielleicht für die knapp eine Woche, sind das so 1.000 Dollar für ein Paar. Das geht. Das ist pro Nacht vielleicht 250 Dollar oder so, ja. Also verrückte Sachen mache ich, aber am Ende des Tages ist es doch wieder günstig. Weil wenn man das alles so durchkalkuliert und organisiert, kann man auch bei verrückten Dingen Geld sparen. Ich habe mal mit Freunden ein ganzes Schloss in Frankreich gemietet. Also ist der Wahnsinn. Aber so das richtige Rockstar-Leben ist das trotzdem noch nicht, oder? Also es ist trotzdem noch immer so der Fokus auf ja, nachhaltig Spaß haben, aber es sollte nicht zu viel kosten. Also dieses Ventil, das Ausgabeventil bei dir ist noch geschlossen. Ja, genau. Also weil das bringt auch gar nichts, weil das macht dich auch nicht zufrieden. Das Rockstar-Leben. Also wenn du da so in so einen Club gehst und dann schlürfst du da den Champagner und isst die Austern und so. Also, ob du anschließend so viel zufriedener bist, ich weiß nicht. Also, das bringt, da gibt es ja auch so viele Studien zu, dass wenn du jetzt, sag mal, ein Lamborghini oder ein Ferrari kaufst, dann hast du vielleicht mal richtige Zufriedenheit für eine Woche oder zwei und dann wäre das auch schon wieder langweilig. Also, das bringt alles gar nichts. Das ist ja fast schon ein Dilemma. Wir leben, Ja. wir bauen was auf, aber können es dann doch nicht demontieren, zum Spaß haben. Ja, weil ich gehe hier also auch zu Partys und bin so in verschiedenen, auch so Fördermitglied in auch so großen Museen und so. Und da kommen dann auch so ganz Bekannte, so auch von der Forbes-Liste, so Milliardäre. Die stehen da ganz oben, ja. Und dann denkst du auch, Mensch, also der hat ja immer schlechte Laune, ja. Und der ist einer der reichsten Amerikaner. Und der hat dann Fahrer, einen Bodyguard und alles. Aber du, das bringt alles gar nichts. Das ist also, ich weiß auch nicht, das ist wie verflixt, gell? Die Leute denken immer, das wäre so geil, wenn du jetzt eine Milliarde hättest oder so, aber du hast da neue Probleme. Ja, ich habe das mal, ich nenne es die Igor-Kurve. Wenn man am glücklichsten ist, das ist irgendwo relativ am Anfang. Danach kommen dann neue Sorgen. Das stimmt schon. Also die Sorgen häufen sich auf anderer Seite auf. Sind Ja. meine Schuhe wirklich die angesagtesten im ganzen Club, ne? Ja. Apropos, Club und Maschine. Letztes Mal, wenn wir uns gesehen haben in Fulda, da warst du noch relativ, ja, vielleicht nicht dick, aber du warst stämmiger. Du bist ganz schön eine Maschine geworden. Was ist los? Hast du deinen Lebensstil geändert? Bist du jetzt eher auf die Sportseite gewechselt, noch zusätzlich? Ja, na ja, also ob ich jetzt so viel dünner bin, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich mache viel Sport. Ja, so Gewichte, weißt du, ich mache Yoga und die Ernährung stelle ich noch mehr um auf so im Grunde so Gemüse und frische Früchte und so. Ja, also perfekt bin ich nicht, nirgendwo, niemand ist perfekt, aber ich muss mich da halt auch selbst anstrengen und da stecke ich mir Ziele. Und dann, wenn du dir Ziele steckst und vielleicht mit Freunden oder in der Familie das gemeinsam verfolgst, ich glaube, da kann man ziemlich erfolgreich sein und da macht das auch Spaß. Gerade wenn man irgendwas, zum Beispiel ein sportliches Ziel, ein finanzielles Ziel verfolgt, ja.
Und dann siehst du, hey, du kannst relativ schnell Fortschritte machen. Das ist echt der Wahnsinn. Das motiviert dann. Ja, das ist immer toll. Aber das ging von dir aus, oder der Wandel? Oder hat da einer gesagt, jetzt Tim, aber mal sowas von? Nee, eigentlich, du kannst, das mache ich mit meinem Partner. Wir überlegen, als was für ein Ziel haben wir und so. Und dann, jetzt machen wir halt mehr so Gemüse und Früchte und so. Und da kannst du, manche Leute, die machen dann halt überlegen, okay, hey, Zucker ist überall drin. Wo ist Zucker drin? Im Brot, im Kuchen, im Brötchen und so. Und dann lässt du halt das mal weg, einen Monat lang. Oder zumindest versuchst mal 2 Wochen. Das ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich. Manche holen sich dann so einen Mixer, machen dann selbst daheim oder essen dann viel Salate und so. Aber das ist mal cool auszuprobieren und mal schauen, was passiert. Ich sehe also, du hast Interesse daran, noch lange zu leben. Wenn du jetzt mal nach vorne schaust in deine nächsten 5 Jahre, was macht dir am meisten Angst? Ist die Menschheit auf einem guten Weg oder hast du das Gefühl, wir driften gerade in die falsche Richtung irgendwie? Ach, ja, ich glaube, die Leute sind halt immer so besorgt. Aber insgesamt sind wir auf einem super Weg. Wir haben natürlich immer Krisen. Wir hatten die Pandemie, dann hatten wir Digitalisierung, wir haben Vereinsamung, wir haben so viele Probleme überall. Aber alles in allem, ja, wenn man und den Krieg, die Kriege, zum Beispiel in der Ukraine und so. Aber wenn man das insgesamt, das Ganze, die Leute sind sehr unzufrieden, aber wenn man das Ganze sieht, ja, wo Fortschritte gemacht werden in der Medizin und insgesamt weltweit, ja, gibt es weniger Hunger. Es gibt immer noch Hunger, aber wir haben enorme Fortschritte und da muss man einfach optimistisch bleiben. Und ich glaube, uns geht es insgesamt allen viel, viel besser. Also du schaust bullisch nach vorne Ja, sozusagen. auf jeden Fall. Ja. Ja, du kannst ja auch bullischer sein als wir. Du hast ja den Sprung nach USA geschaffen und du weißt ja, in Deutschland ist momentan große Krise an allen Ecken und Enden. In den USA sozusagen wachsen die Bäume in den Himmel. War das eine bewusste Entscheidung, nach USA zu wechseln oder war das beruflich bedingt bei dir damals? Oh, das war so eigentlich auch beruflich und aber auch so, ich habe das als Chance gesehen, aber in Deutschland, den Deutschen geht es auch gut. Natürlich haben wir da auch Probleme und es ist auch nicht so einfach alles. Aber ich glaube, ja, die Leute, es gibt auch immer mal einen kleinen Schritt zurück, ja. Also du kannst nicht nur stetig nach vorne laufen und Amerika hat auch Probleme. Also Immigration ist stark, illegale Einwanderung und so. Also Amerika ist auch kein Paradies. Und hey, und das ist auch alles harter Wettbewerb, brutaler Kapitalismus. Hier eine Wohnung allein zu mieten und zu finden, ist nicht einfach. Ja, wenn du sparsam bist, also das ist eine riesen Herausforderung. New York ist einer der teuersten Pflaster der Welt. Musst dann einen Makler bezahlen, du musst eine Security bezahlen, also so eine Art Mietkaution, die erste Miete. Manche schließen einen kleinen Mietvertrag ab und dann die erste Rechnung, ja, dann sagt der Makler, hey, überweis mir mal 15.000 Dollar für die erste Miete, die Kaution und die Maklerprovision. Das schafft auch nicht jeder. Also es ist ein hartes Pflaster und es ist kein Paradies, hat auch viele Nachteile. Aber hey, insgesamt denke ich weltweit, also die westliche Welt, Europa, Deutschland, USA, wir haben so viele Chancen, trotz all der Herausforderungen und man muss immer nach dem Positiven schauen. Warum ziehst du nicht nach Wyoming, frage ich mich gerade, oder? Ja, das Indiana. wäre doch auch geil. Ja, das wäre, also das, du hast halt auch Vorteile. Du hast allein ein riesen Netzwerk. Die großen Firmen sind hier. Du hast gigantische ja, Chancen, auch Networking und so. Konferenzen ist auch unglaublich, was du halt für Möglichkeiten hast. Mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Wir werden oft, also ich kriege oft beschrieben, dass ich als Investor unmoralisch handle, weil ich auf Kosten anderer lebe. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, wenn alle Menschen Investoren wären, wäre das eine gerechtere, eine bessere Welt? Ja, das Moralische, das ist schwierig. Also du musst als Investor musst du halt schon deine Chancen wahrnehmen. Und da kannst du eigentlich nicht so ethisch handeln. Das ist, also manche sagen, okay, ich kaufe keine Tabakaktien, keine Rüstungsaktien, zum Teil auch oder keine Casino-Aktien. Zum Teil ist das verständlich. Aber wenn du mal genauer hinschaust, sind gerade bei den Sündenaktien vielleicht auch die Chancen und so, dass. Aber dann, was ich immer sage, als Investor musst du eigentlich ja so die Chancen wahrnehmen und eigentlich fast so rücksichtslos sein. Aber in deinem privaten Leben,
heißt es ja nicht, dass du dann auch so handeln musst. Also, wenn du jetzt Ölaktien kaufst, heißt es ja nicht, dass dadurch mehr CO2 ausgestoßen wird. Also, ich habe kein Auto, ich pflanze Bäume, spende Geld für Stiftungen und alles. Also, ja, also man muss das irgendwie differenzierter sehen. Das ist alles gar nicht so. Die Leute haben einen da schnell verurteilt, aber dann steigen sie in ein SUV ein und fahren irgendwie davon, weißt du? Also, das ist alles schwierig und ja, nicht so einfach auseinander zu dividieren. Ja, dein großes Vorbild ist ja Warren Buffett und der steigt gerade wieder sehr stark in den Ölmarkt ein. Also der hat das wieder für sich entdeckt irgendwie. Der hat die Energie Ja. nicht so am Schirm, ja. Ja, genau. Der hat da einiges auch. Der ist bei Chevron Großaktionär und bei anderen großen Ölaktien. Das macht er aber schon viele Jahrzehnte, dass der als immer wieder dort einsteigt, weil die Bewertungen sind extrem günstig. KGV 6, 5, 7, BP ist auch günstig, die Shell, Chevron, Exxon, wo du schaust, die werden auch, gerade was du gesagt hast, auch als Sündenaktien ja, gesehen. Und da steht natürlich, die stehen auch unter Druck, die müssen auch in grüne Technologien investieren, in Wasserstoff, in Windkraft, Solar, aber das ist nicht so einfach. Da haben wir auch viele gesehen, die gescheitert sind oder ziemlich zu kämpfen haben, die steigenden Rohstoff. Kosten für Stahl, um so Windräder zu bauen. Die Genehmigungen sind schwierig. Das ist nicht so einfach. Die Windräder werden immer größer, die dorthin zu bringen an die Projekte und so. Also, das sind auch ganz, ganz große Herausforderungen. Und viele rücken davon ein bisschen wieder ab. BP hat gesagt, hey, wir werden wieder kapitalistischer denken und handeln, weil im Öl kannst du viel Geld verdienen, im Öl- und Erdgasgeschäft. Die haben einen neuen Vorstand. Das war der ehemalige CFO. Der ist jetzt CEO geworden und der hat gesagt, hey, wir müssen mehr auf die Investoren achten und die wollen eben den Gewinn sehen, eine hohe Rendite. Ja, wir reden viel von der carbonfreien Zukunft und der kohlenstofffreien Zukunft. Wir sehen aber, dass wir selber aus einem großen Stück Kohlenstoff bestehen, ne? Richtig. So Ja, genau. gesehen. Wir haben im Alltag überall Öl im Grunde. Ja. Also Kleidung, Getränkeflaschen, alles besteht aus Öl, Farbe. Das komplette Auto im Grunde im Innern und so ist Kunststoffe überall. Und da kommt man kaum von weg. Aber du sagst, wenn man sich halbwegs moralisch an der Börse verhält und das Geld gut einsetzt, moralisch einsetzt, dann kann man sozusagen, dann verhält man sich als guter Mensch. Bist du eigentlich religiös, Tim, oder ist das für dich Science Fiction? Ja, ein bisschen so, ich weiß nicht, also das ist von Menschen geschrieben, die Bibel. Das ist auch zum Teil eine schöne Geschichte zum Lesen, aber hast du mal einen Wissenschaftler gesehen, der den Gott nachgewiesen hat in irgendeiner Studie? Also ich weiß, ist nicht so richtig so wissenschaftlich belegt. Da gab es mal vielleicht einen außergewöhnlichen Menschen und so, den Jesus und so, aber ob es einen Gott gibt, ja, also ich weiß nicht so recht. Also ich bin, aber ich verurteile Leute nicht, die religiös sind. Ich finde das super. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der da jede Woche in die Kirche gehen würde oder so. Die Frage ist eher, Tim, werden wir uns eines Tages wiedersehen? Wenn nicht in Fulda, dann irgendwo im Jenseits oder sowas? Oder geht der Deckel zu und dein Leben endet? Wahrscheinlich endet das Leben irgendwie. Also ist eine schwierige Frage, ja. Also du bist nicht bullish aufs Leben nach dem Tod quasi. Ja, ich glaube nicht so an so Gott und so. Also vielleicht gibt es da irgendwie so eine Dimension und so, aber keine Ahnung. Also ich glaube, das ist von Menschen gemacht, diese ganzen, das Alte Testament, Neue Testament. Das haben Menschen aufgeschrieben. Manche sagen, das ist vielleicht auch wie so eine Brüder Grimm-Märchenstunde, dass da einer übers Wasser läuft und weiß, also ja. Keine Ahnung, aber es ist nicht wissenschaftlich belegt, dass es das alles so in der Form gegeben hat. Hätte es damals schon Stand-up-Paddling-Boards gegeben, das hätte ganz anders ausgehen können, die Geschichte vielleicht. Ja, vielleicht gab es das doch in irgendeiner Form, keine Ahnung. Tim, wenn du mal so die letzten Jahre zurückblickst oder dein ganzes Leben von Beginn an quasi, welche Entscheidung war die beste, wo du sagst, die würde ich euch empfehlen nachzumachen? Ich glaube, so nach Amerika zu gehen und so, das war schon super, ja. Aber du, keine Ahnung. Also ja, das war eine super Entscheidung, auf jeden Fall. Also wenn du die Tim Schäfer
Foundation gegründet hast, die Stiftung, und die Kinder fragen, Tim, den Tipp, den du uns geben möchtest, was wäre, bleibt hier in den USA quasi. Was Ja, bringen irgendwas wollt? anderes machen, genau, mal aus der Heimatstadt rausgehen und so die Welt sehen. Das ist also, glaube ich, nicht so ein Fehler, das kann man machen. Aber sonst, hey, du suchst dir ein Idol, ich habe mir Warren Buffett ausgesucht. Oder Charlie Munger, und dann lernst du von denen. Und also es ist schon motivierend, wenn man ein Idol hat und so. Ziele. Ja. Und anders gesprochen, wenn du eine Sache nochmal anders machen könntest, wo würdest du ansetzen? Was hast du ein bisschen in den Sand gesetzt? Das sind alles so schwierige Fragen, Jens. Also, keine Ahnung. Ja. Dann lass mich anders formulieren. Wenn du mal für einen Tag König sein könntest, König der Welt quasi, was würdest du durchsetzen? Was würdest du umsetzen? Welchen Plan? Ja, also ja, wahrscheinlich Frieden auf der Welt, aber du, da gab es ja auch so einen coolen Song von Rio Reiser. König von Deutschland, hat der da nicht so einen Song gemacht? König von Tonsteine Deutschland, ja? scherben. Ich bin früher gerne so auf Konzerte gegangen von Grönemeyer und Westernhagen. Das hat mich freuen, das war echt super. Also so Songs, das war echt super. Ja, nee, aber ich wäre für Frieden. Also das wäre doch toll, wenn wir Frieden hätten. Wäre schön, wenn es länger als einen Tag hielte, ne? Wenn Ja, dann genau. König Tim zurücktritt und die sich Ja. gleich wieder weiterprügeln. Das wäre auch nichts geholfen. Wenn du mal nach vorne blickst, also Frank-Walter Steinmeier hat eine bewegende Laudatio zum Tod von Kaiser Franz Beckenbauer gehalten. Wenn du mal eines Tages wählen dürftest, wer soll deine Laudatio halten? Wer soll nochmal sagen, der Tim, das war sein Leben und Oh, darum. keine Ahnung, das ist nicht so wichtig. Also, ja, keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt, du Jens. Also, ist fast irrelevant. Also, wenn du tot bist, kriegst du das eh nicht mehr mit. Das sollte man eigentlich vielleicht zu Lebzeiten sich gegenseitig feiern und so. Das wäre vielleicht schöner, ja. Schöner Gedanke, ja. Wir können ja Ja. Warren Buffett fragen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie sterblich ist. Ja, aber sein Freund ist ja auch gestorben mit 99, der Charlie Munger. Ja, aber der ist noch fit, ja, der ist total klar in seinen Gedanken und so. Also, da ist der Wahnsinn. Und erstaunlicherweise, ich weiß gar nicht, ob die Story stimmt, bestimmt, aber mit seinem McDonald's und so. Aber das vielleicht spielt er das auch so, dass er ist ja ein begeisterter McDonald's-Fan, Warren Buffett, und isst gern so Schokolade und Steaks und so und Pralinen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Schauspielerei. Vielleicht trinkt er gar nicht so viel Coca-Cola und so. Ich habe gehört, ein Sixpack am Tag angeblich, gell? Ja, ob das alles stimmt? Vielleicht, ich glaube, ich habe schon mitbekommen, dass seine Tochter und so und seine Frau, die achten schon drauf, dass er sein Brokkoli isst und so. Also ich, ja, vielleicht ist das auch so eine Story, die Ich gar habe mal nicht so stimmt. gelesen, dass sich Warren Buffett tierisch über die Preise im Starbucks-Café aufgeregt hat. Gehst du zu Starbucks oder hast du nur die Aktien von Starbucks? Ja, ich gehe ganz, ganz selten mal hin, aber auch nicht, das wäre mir auch zu teuer. Also da gucke ich auch immer, da kostet eine kleine Tasse, so ein Pappbecher, glaube fast $4 oder so, gell? So ein normaler Brühkaffee, also so, da kannst du eine ganze Kanne machen oder 4 Kannen für das Geld. Also das wäre mir auch zu teuer, da hat der Warren Buffett eigentlich schon recht. Das ist so halt auch so ein Lifestyle, wo man gar nicht merkt, da gibt es jeden Tag. Das wird dann zur Gewohnheit, $5, $6. Manche kaufen ja so einen ganz großen Becher. Und das kann man daheim machen, so ein Brühkaffee, da kostet eine Tasse 4 Cent oder 5 Cent, ja. Das hat mal der Bill Ackman ausgerechnet. Da war ich mal auf einer Präsentation, hat er gesagt, hey, das ist ein bombiges Geschäft. Daheim, wenn du dir so einen Kaffee kochst, kostet 5 Cent, 6 Cent. Und die verkaufen das für $4. Was für eine gigantische Marge das ist, gell? Also Starbucks-Aktien habe ich nicht, aber das ist ein super cleveres Geschäftsmodell. Also wenn du zu Starbucks gehst, dann nur zur Qualitätskontrolle quasi, um Ja, eine Aktion zu genau. prüfen. Und dann hast du bei vielen Getränken hast du noch unheimlich viel Zucker drin. Ich glaube, 600 Kalorien hat so ein. Das sind ja fast so Milkshakes, der Kaffee mit einer Sahne noch drin und so Süßungsmittel und so. Also
Karamell, Wahnsinn, ja, das kommt aus drauf. Wie ein Salat in den USA auch. Da ist ja auch mehr Karamellzucker drin als Salat, ne? Ja, genau, bei Salat auch muss man auch aufpassen, genau, das ganze Öl, was drüber geleert wird, gell? Ja, und dann noch Karamellflocken drüber und Zuckerstreusel und Hauptsache bunt. Ja, genau, ja, stimmt. Also Starbucks ist nicht deine Aktie, aber wie lautet denn dein momentaner Aktientipp, wenn du sagen würdest, die eine würde ich jetzt gerade mal kaufen? Ja, wir haben ja einen riesen Run gehabt bei diesen glorreichen 7 oder wie man die nennt, diese Super 7, Bitteschön. diese ganzen Tech-Aktien. Wir haben ja so einen Hype rund um künstliche Intelligenz, und da sind ja viele Aktien schon so stark gelaufen. Also momentan gab es eine kleine Korrektur bei Alphabet, das habe ich mir angeschaut, habe ich ein paar zugekauft, aber bei so der einen oder anderen Aktie, die im Tech-Bereich ist schon ein bisschen sehr viel Hype drin. Da wäre ich fast so ein bisschen vorsichtig und würde mir eher sowas anschauen. Wir haben jetzt auch wieder ein Allzeithoch erreicht beim S&P 500. Vielleicht so eine Berkshire Hathaway wäre für mich wieder interessant. Kursbuchwert 1,65 oder so. Da kann man immer, glaube ich, ein paar zukaufen beim Warren Buffett. Das ist noch solide bewertet, aber wir sehen schon hier und da schon sehr, sehr teure Bewertungen. Das ist auch vielleicht ein bisschen gehypt. Also ja, also KGV-technisch und so, die sind sehr, sehr teuer, manche Aktien geworden. Ja, aber dein Depot ist doch größtenteils Tech. Ich meine, dein 2-Millionen-Depot ist doch größtenteils, da kommt doch eigentlich sozusagen der Wind her, den du jetzt genommen hast im Segeln. Ist es Zeit für ein Recycling jetzt quasi? Ja, du hast halt immer so Phasen, so Zyklen. Jetzt haben wir halt so einen Trend. Das kann schon in einer Euphorie ausarten, weißt du? Das kann sehr euphorisch werden. Dann können wir so einen Hype kriegen und so in eine Überbewertung reinlaufen. Ob die jetzt schon erreicht ist, das ist schwer zu sagen. Aber so bei manchen Aktien, also kannst du irgendwann schon dir Sorgen machen. Aber du, also. Klar, ich habe viele Tech-Aktien, ich habe meine größte Position, wertvollste ist Netflix, aber ich habe auch viele so Blue Chips, Value-Aktien wie Bank of America, CTS Eventim. Das ist der europäische Marktführer für Konzerttickets und Entertainments, Veranstaltungen, Sport, Konzerte und so. So teuer sind die jetzt gar nicht. Wenn ich dann weiterschaue im Depot, habe ich eine große Position Berkshire Hathaway, dann habe ich einen großen ETF. Es sind auch viele so Substanzwerte, würde ich mal sagen. Also du bist momentan ganz entspannt. Du siehst auch keine große Korrektur kommen jetzt sozusagen. Viele reden ja von der Februar-Korrektur, die noch kommen soll oder sowas. Du lässt dich ja nicht aus der Ruhe bringen. Ja, die Börse ist halt eine tolle Renditemaschine. Man kann das nicht teilen, man kann das nicht voraussagen. Ich habe auch keine Glaskugel. Das kann sein, dass eine Korrektur kommt oder ein größerer Rücksetzer. Alles möglich. Ich spare einfach weiter. Am besten spart man regelmäßig in die Aktienmärkte und versucht sich auch von so Krisenpropheten nicht verrückt machen zu lassen, weil die lagen auch oft falsch, wenn man mal zurückschaut. Da wird auch viel dummes Zeug geredet. Noch ein letzter Satz vielleicht für einen, der gerade uns beide sieht und sagt, da will ich jetzt auch hin, wo der Tim ist. Wie viele Jahre Zeit sollte man sich nehmen, um zu sagen, ich kann davon entspannt leben? Was meinst du, wann sollte man loslegen und wie lange schätzt du, hast du gebraucht, um den Punkt zu erreichen mit normalem Einkommen? Ja, so früh wie möglich halt starten ist wichtig. Früh anfangen mit dem ersten Job, vielleicht schon als Jugendlicher kann man sich was aufbauen, so ein Depot eröffnen bei so einem Discount Broker oder beim Neo Broker. Und dann schon gleich mal anfangen, vielleicht so ein ETF kaufen, World ETF oder ein S&P 500. So früh wie möglich anfangen, dann mit dem ersten Job versuchen halt eine hohe Sparquote zu haben. Ich habe halt in WGs gewohnt, Studentenwohnheim, immer Jobs gehabt und war motiviert dann auch beim ersten Job mit dabei und so. Also ja, wenn du früh anfängst, braucht man vielleicht je nach Sparquote so 20 Jahre, vielleicht 25 Jahre, wenn einer besonders eifrig ist, vielleicht 15 Jahre, 11 Jahre. Da gibt es ja einen aus Amerika, das ist auch ein toller Typ, der heißt Mr. Money Mustache. Ich glaube, der hat es erreicht so in 11 Jahren oder was, super clever hat er das gemacht, total bodenständig gelebt und der hat halt sich angestrengt, der hatte auch keinen hochbezahlten Job, ja. Und er zeigt im Grunde, dass wir haben täglich halt auch viel Geldverschwendung, gell? Überall. Viele haben, ja, ich weiß gar nicht, unheimlich kleine Sachen hast du ja schon angesprochen beim täglichen Starbucks-Café. Restaurants, Entertainment und so, was manche geben für ein Konzert dann auch viel zu viel aus.
Ist eigentlich gut für meine CDS-Event-Team. Ja. Aber, und hey, Ausnahmen und so, man kann sich immer wieder belohnen, das ist ja alles okay. Aber das Regelmäßige, das haut dann halt natürlich richtig rein. Ja, wenn dann Leute jede Woche Fast Fashion kaufen gehen zu Zara und H&M und so. Und das braucht man alles gar nicht. Andererseits alles deine Kunden, Tim. Ja, danke, danke. Genau, so ist es, ja. Tim, ich danke dir. Das waren wirklich sehr motivierende Worte. Und ich glaube, da kann man was mitnehmen für sich und sagen, der Frugalismus an sich ist ja für viele verpönt und schwierig, aber er ist ein Weg, der an sich zu einem Ziel führen kann. Und wie Tim sagt, wenn ihr eure Ziele verfolgt, dann werdet ihr sie auch erreichen. Genau, vielleicht aufschreiben, eine Liste machen und dann so irgendwie so ein Datum hinsetzen und man kann so viel erreichen, ist alles oft eine Kopfsache. Man kann, also ich habe mir immer Ziele-Listen gemacht und da gucke ich alles mal drauf und so, das funktioniert. Tim, sehen wir uns wieder in Fulda? Kommst du mal wieder nach Deutschland? Ja, klar, wenn es zeitlich passt, auf jeden Fall sehen wir uns, Ich freue mich Jens. drauf. Sehr Jo, sogar. machen wir. Ihr habt ja ein tolles Team und ihr macht ja da auch eine super Börsenshow. Alle Achtung, ihr steckt da viel Arbeit rein. Ich habe das gesehen, ich gucke immer wieder rein. Ich werde deine Grüße weitergeben und Jo. wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und mir eine gute Nacht. Ich Okay, verbringe dann mach's die gut. Stunden. Jo, ciao, Danke, Tim. Jens. Tschüss. Ciao.